Viele Menschen wollen das sogenannte Abendmahl feiern oder besser gesagt das Brotbrechen oder Mahl des Herrn, zum Beispiel an Ostern, und erhoffen sich dabei was. Was ist eigentlich das Brotbrechen? Das Brotbrechen ist eine symbolische Handlung, das den Tod Christi versinnbildlicht. Dabei repräsentiert das Brot, das gebrochen wird, repräsentiert den Leib, den Körper Christi, der quasi am Kreuz gebrochen wurde, und der Wein repräsentiert das Blut, das Christus am Kreuz vergossen hat. Das Brotbrechen ist ausschließlich für wiedergeborene Christen vorgesehen und nicht für jedermann. Die Voraussetzung für das Brotbrechen ist also die geistliche Wiedergeburt, echter Glaube an Christus, eine ethisch-moralische Heiligung und die Selbstprüfung und implizit auch die Taufe. Das Brotbrechen geschieht im Rahmen der örtlichen Gemeinde und nicht irgendwo, sondern im Rahmen der örtlichen Gemeinde. Die Frequenz ist nicht eindeutig definiert. Die ersten Christen taten es täglich, man könnte es monatlich nehmen. Empfehlenswert ist es wöchentlich im Rahmen des Gottesdienstes der örtlichen Gemeinde. Das Brotbrechen ist nicht heilsrelevant. Es vermittelt nicht ewiges Leben. Es ist auch keine Transubstantiation und auch keine Konsubstantiation. Also es ist nicht wirklich das Fleisch und das Blut Christi, sondern nur ein Symbol. Was sind die Aspekte des Brotbrechens? Das Brotbrechen ist ein Verkündigungsmahl. Mit dem Brotbrechen verkündigen die Gläubigen den Tod Christi in der Schöpfung. Es ist ein Erinnerungsmahl. Mit dem Brotbrechen erinnern sich die Gläubigen an den Tod Christi als Zentrum des Heilsplanes Gottes. Das Brotbrechen ist ein Gemeinschaftsmahl. Damit drücken die Gläubigen Gemeinschaft aus, zum einen untereinander, unter den Gläubigen, aber auch Gemeinschaft mit Christus. Das Brotbrechen ist ein Segensmahl. Christus hat den Kelch gesegnet und das Brot. Und damit wird deutlich, dass die Gläubigen Anteil haben an den Segen, den Christus durch seinen Tod bereithält. Das Brotbrechen ist ein Hoffnungsmahl. Die Gläubigen brechen das Brot, bis Christus wiederkommt, also bis zur Entrückung. Das Brotbrechen ist auch ein Dankesmahl. Mit dem Brotbrechen drücken die Gläubigen den Dank aus, dass Christus für sie gestorben ist. Und das Brotbrechen ist ein Herrenmahl, denn es geschieht quasi am Tisch des Herrn. Der Tisch des Herrn ist ein Begriff für die Gemeinschaft mit Christus, der der Hausherr ist, der Gastgeber ist und die Autorität hat. Das Brotbrechen ist auch kann auch ein Gerichtsmahl sein. Wenn der Gläubige es nicht würdig zu sich nimmt, kann er dadurch zeitliches Gericht auf sich ziehen, wenn er die obigen Voraussetzungen nicht erfüllt. Alles andere ist falsche Lehre und Aberglaube. Das Brotbrechen ist eine schlichte symbolische Handlung für wiedergeborene Christen, die den Tod Christi in den Mittelpunkt stellt.